Hallo Überlebende und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Runde State of Decay 2 in der Juggernaut Edition. Meine Lieben, schön, dass ihr alle wieder reinschaut und schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ihr kennt ja mein Motto, das hier ist auch kein Let's Play bzw. kein kleines Gameplay von der Stange. Wie soll ich das sagen, dieses kleine bzw. die letzte Staffel, die habe ich wirklich unter das Motto gestellt. Erstmal ausprobieren, erstmal in Ruhe testen und es kann hier und da auch wirklich mal vorkommen, dass wir vielleicht leider eine Protagonistin oder einen Protagonisten hier leider verlieren in dem Gameplay. Warum das alles so ist, da komme ich mal im Laufe dieser kleinen Staffel noch dazu. Es geht ja einfach nur darum, dass ich hier sehr, sehr viele Sachen auch mit euch zusammen ausprobieren kann. Ich möchte sehr, sehr viele Sachen mit euch auch testen. Und ja, einfach nochmal State of Decay 2 erleben. Ne? Gerade mit dem neuen Update 33 ist schon einiges mehr an Stuff hier reingekommen. Wir laden trotzdem mal alles aus, würde ich sagen. Und ganz wichtig ist halt mir, beziehungsweise ganz wichtig ist halt, um das Spiel zu einem Ende zu bringen, die aktuelle Season. Mein Ziel, alle Seuchenherzen hier auf der Karte auslöschen. Ich sage mal, wir konzentrieren uns hier auf die drei Seuchenherzen, beziehungsweise also auf die drei im Zentrum. Dann würde ich gerne hier im Süden die zwei Hops nehmen. Wisst ihr warum? Weil sich hier unten nochmal die Silo-Anlage befindet. Das ist ein Wahrzeichen, Außenposten, wo wir nochmal ganz, ganz viele verschiedene Boni bekommen. Und dann ist hier oben, ne, da wäre dann mein letztes kleines Seuchenherz, beziehungsweise mein letztes Seuchenherz, was wir dann zusammen ausschalten. So, jetzt gucken wir nochmal schnell ins überlebenden Inventar, denn heute habe ich was. Ja, ich habe heute was vor, was ich so noch nicht ausprobiert habe. Ich würde es aber trotzdem gerne in Angriff nehmen. Und zwar machen wir heute folgendes. Wir werden. Ach, hier ist der tragbare Generator gewesen. Habt ihr das gerade gesehen? Irgendwo habe ich ihn gepackt. Hier, ne, tragbarer Generator. Das war ja, glaube ich, für die Quest. Und denen hier, ne? Gibt schon Trey den tragbaren Generator. Also laufen wir mal da drunter. Und ich, meine Lieben, würde heute Folgendes machen. Ich würde, ja, wir nehmen unser Auto, stellen uns dann hierher und dann schauen wir uns mal ganz gemütlich hier die Location an, ne, von den Fremden. Also ihr seht ja hier, sind schon ein paar Häuser in der Nähe. Ich würde ja mal schauen, dass ich hier oben vielleicht, ihr seht ja, hier oben haben wir so einen Mobilfunkmast. Vielleicht kann man vom Mobilfunkmast so weit nach Südosten reinschauen, dass wir wenigstens die Häuser vor der Location von den Fremden irgendwie aufdecken kann, damit wir zumindest wissen, ob das da eine größere Stadt schon ist, ob da sehr viele Strukturen, sehr viele Häuser sich befinden oder ob das eine ländliche Region ist, wo man die dann vielleicht hier von Norden aus angreifen können. Schauen wir zumindest mal, das wäre halt so ein bisschen mein Ziel. Sonst, ihr habt es gerade gesehen von der Basis und so weiter, erstmal alles gut. Wir müssen die Protagonisten wechseln, das ist klar. Ja, komm, wir wechseln die gleich. Ach nee, warte mal, wenn wir die Quest jetzt hier aufgeben, nee, dann muss die leider mit. Dann muss die leider mit. Kostet es, was es wolle. Wir machen es jetzt erstmal so. Wir nehmen noch eine Armbrust mit. Jawohl, ich habe jetzt eine kleine Idee. Also, wir nehmen nochmal eine leichte Armbrust mit. Dann nochmal ein kleines bisschen Munition. Granaten brauchen wir nicht, oder? Hier, komm, ein bisschen den hier nehmen wir mit. Und dann würde ich nochmal schauen. 70 Stück haben wir. 40 Stück sollten reichen. Du bleibst mal bitte da. Ne, Begleiter wegschicken. Ja, ja, alles. Ja, ich bleib definitiv am Leben. Ich versuch's zumindest. Händlervergebung. Boots, wir haben. Neue Mission, Händlervergebung. Ne, da ist er. Um mit der Situation fertig zu werden, übernimm die Kontrolle über Greg. Also gucken wir es mal ganz in Ruhe. Also, Greg ist fit. Den übernehmen wir dann, die Rolle, und dann gehen wir mal mit Greg und vielleicht mit Collie raus oder mit Stark. Ihr seht, alle sechs Protagonisten sind noch am Leben. Das heißt, ne, nur Chief Burger hat sich hier eine kleine Verletzung zugezogen. Die braucht auf jeden Fall sehr, sehr viel Ruhe. Aber ihr habt schon gesehen, es ist tatsächlich so, dass wir hier mit unserer Krankenstation auch mit der Blutseuche, auch wenn die Blutseuche sonst schon sehr, sehr vorangeschritten ist, haben wir hier immer wieder die Möglichkeit, unsere Protagonisten komplett auszuheilen, ne? Mit allem drum und dran. Was ich mir jetzt hier noch mitnehmen möchte, habe ich gerade eben vergessen. Ich weiß ja, was ihr da mal macht. Ich nehme mal so eine kleine Tasse Kaffee mit. Ne, weil die hat nochmal so einen kleinen Boost. Auch so Richtung Ausdauer. Und ja, ne, guckt mal. Das geht einmal frei. Und es gibt ja nicht nur den Kaffee. Ich bin hier so ein kleiner Kaffee-Junkie. Allerdings habe ich die berühmte 3-Kaffee-Regel an da. Aber ich könnte eigentlich Zähne trinken. Und deshalb würde ich... Wow, okay, das ist ein Kreischer.
Und danach steht, also entweder sind das zwei, das sind, wie es aussieht, zwei, ne? Hier ist ein Bloater, hier ist ein Kreischer und hier ist nochmal ein Kreischer und da daneben ist so ein Tobsüchtiger. Und wir müssen hier runter, ne? Wir müssen hier runter zu den Leuten. Also, die wählen wir an. Wegpunkt gesetzt. Ja, komm. Überleg grad. Nee, komm. Wollte gerade sagen, nehmen wir ein Auto mit oder nicht? Komm, wir lassen es da. Komm, wir laufen mal zu Fuß. I'll be out and back as quick as I can. Das sind wir auch. Wir beeilen uns. Oh, da hinten ist alles voll, ne? Schaut mal. Ja. Kriegen wir den? Was ein Treffer. Okay, die haben sich da hinten gegenseitig umgebracht. Das ist ja geil. Und ein Tobsüchtiger müsste dort auch noch irgendwo sein, ne? Also, denkt dran, wenn ihr hier das Gelände verlasst, ne, hier laufen wir an der Karte gerade runter zu, seid bitte vorsichtig, ne? Einfach nur vorsichtig sein. So, 326 Meter. Wir laufen jetzt bewusst zu Fuß. Und dann machen wir halt den Spaß, den ich halt vorhatte. Dann machen wir den halt in der nächsten Folge. So einfach ist das. So, da vorne läuft einer rum. Hier läuft mal wieder so eine schöne Horde rum. Gibt ein paar Punkte. Meinen würde ich mal ungern entgehen lassen, ne? Einfach mal mitten reinhalten. Ja, aber letztes schon gesagt. Hier wird viel zu wenig geschossen im Spiel. Meistens ist sowieso sneaky. Schöner Treffer. Jawoll. Das ist halt nur die leichte Armbrust, ne? Also ihr wisst Bescheid. Bei der leichten Armbrust, dann haben wir halt nur einen Treffer. Bei der schweren, die durchschlägt halt. Ah! Mist. Und wenn man noch. Ich wollte gerade sagen, was hätte der hier für ein Problem? Aber ihr habt gesehen, der Bolzen der Armbrust ist gerade eben kaputt gegangen. So, das war's. Okay, den lassen wir mal. Der da drüben, der gräbt sich noch gemütlich irgendwo hin. Die coolen Teufelsbraten. Kugeln für einen Freund. Geil. Das ist ja mal ein geiler Name. Gucken wir mal. Die sind. Hier, ne? Überleben. Okay, Überlebendenaktivität. Das müssen wir dann auch mal machen. Hier kommt der Aufgeblähte langsam auf uns zu. Hier unten kommt noch eine Horde. Aber den sehen wir nicht, oder? Sehen wir den? Doch, den sehen wir. Boah, den haben. Geil. Was für ein Treffer. Über den Hang hinweg. Bam. Wisst ihr, ich mich ja die ganze Zeit einfach nur runter und den tragbaren Generator abgeben. Aber ihr seht, man, für eine Tasse Kaffee machen wir das auch gerne. Gut, dann hätten wir hier unten irgendwo die nächste Horde. Und da unten auf der rechten Seite wäre auch gleich unsere Kollegen, die hier auf den tragbaren Generator warten. Na, die sind auch gleich hier unten. Hier kommt die Horde. Ne, alles gut. Dann wären wir rückwärtig von den Bissmagneten, werden wir dann rückwärtig zur Überlebendenaktivität laufen. Okay? Ich hoffe mal, dass uns da nichts passiert. Was, das ist eine Horde? Das ist eine Horde. Ist das euer Ernst? Das ist eine Horde. Bestehend aus drei Zombies. Sehr schön. So, die Horde ist weg. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, ne? Haha, geil. If you're looking for a good place with good people,
You should find your way to Trumbull Valley. Ja, das stimmt. Ihr macht lieber Werbung für Trumbull Valley. Zu weit weg. Oh. Heute haben wir definitiv kein Zielwasser getrunken. Da haben wir mal eins getrunken. Schön vorgehalten. Okay, passt. Ja, heute das Ziehen ist nicht besonders gut. Von 40 Bolzen haben wir nur noch 23. Aber es macht trotzdem so viel Spaß. Dieses Spiel macht so viel Spaß. Ich teste ja vor allen Dingen sehr, sehr gerne verschiedene Strategien Richtung dieser Seuchenherzen als Beispiel. Die Seuchenherzen, die habe ich mal so ein ganz kleines bisschen ausgeguckt. Ich habe mal einige versucht mit Pumpguns. Einige habe ich versucht mit Pumpguns zu töten, einige Seuchenherzen habe ich beim probiert mit diesen Napalmgranaten auszuschalten und so weiter und so fort. Das ist halt alles, die Seuchenherzen, es ist halt alles noch so Experimentierphase gewesen. Und normalerweise macht man das eigentlich, bevor man halt dieses richtige Let's Play startet, beziehungsweise das richtige Gameplay, damit man sich ja so ein bisschen darauf vorbereiten kann. Aber ich liebe das auch so. Hoffentlich schiffst du es. Lass uns wissen, wenn die Klinik fertig ist. Ja, geben wir. Please, come on in. Okay, was hast du? Begleiter anwerben, 100. Aber das ist nur Begleiter anwerben. In deine Gemeinschaft aufnehmen, nicht verfügbar, Infos, mit dieser Enklave handeln. Entschuldigt bitte. Schaut's euch einfach nur an. Medikamente en masse. Kaffee, geil. Aber wie gesagt, wir nehmen nur mal Medikamente mit. Und ich würde dann ehrlich gesagt vorschlagen, wir laufen wieder zurück. Vielen, vielen Dank. Paola können wir auch anwerben, ne? Ich glaube, die können wir auch, die Bissmagneten-Enklave, medizinische Beratung, die können wir nicht rekrutieren, die Mitglieder. Also das ist eine eigene Gruppe für sich. Die steht auch für sich, das finde ich gut. Wir laufen jetzt hier hoch. Wie gesagt, normalerweise macht man ja dann eigentlich so ein kleines Gameplay, wenn man so sehr, sehr viele Sachen zum Spiel ausprobieren will. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe vorhin mal geguckt, ich habe ungefähr 140 bis 150 Stunden circa hier in dem Spiel schon drin. Das heißt, ich kenne mich einigermaßen aus. Ich habe definitiv keine Profi-Ambitionen hier und auch keine Ambition, dass ich das auf höchsten Schwierigkeitsgrad unbedingt spielen will. Sondern ganz ehrlich, ich spiele das hier, weil mir es Spaß macht, weil ich genauso spiele, wie ich spiele. Weil ich mal hier zwei, drei Sachen vorgenommen habe, gerade für die letzte kleine Staffel. Dass wir hier nochmal eine Länderei komplett befreien. Und dann habe ich ja nochmal so eine kleine Quest zum Schluss. Ich habe das Spiel schon zweimal durchgespielt. Du kommst hier nicht hoch. Du kommst hier beim besten Willen, kommst du hier nicht hoch. Das ist nicht dein Ernst, oder? Na egal. Ja, irgendwo war auch... Ah, ich wollte gerade sagen, das hier war unser Außenposten. Da könnten wir zur Not auch ein bisschen was ablegen. Aber wisst ihr was? Das ist auf halbem... Ach was. Das ist auf halbem Weg nach Hause. Ja, und dann immer mit diesen Experimenten habe ich gedacht, ich nehme euch zum Schluss mal mit. Und wir zocken das einfach nochmal. Ganz in Ruhe. Keiner konnte ja wissen, dass wir ja nochmal so ein neues, schönes, großes Update hier reinkriegen. Das Update 33. Wo sich ja nochmal einiges geändert hat. Gerade ne, zum Thema Seuchenherzen und so weiter und so fort, dass man die jetzt aufwecken kann, dass die einen jetzt Leute entgegenschicken und so weiter, dass die Leute oder dass die Zombies, wenn sie dich einmal ausgemacht haben, dass sie dich halt so ein bisschen umlagern und dass diese Seuchenherzen, wenn sie einmal erwacht sind, immer mehr Zombies in deine Richtung schicken, finde ich eigentlich eine ganz, ganz geile, finde ich eine ganz geile Mechanik. Ich sag mal, in den unteren Schwierigkeitsgraden, wir spielen ja hier alles auf Mittel. Also da ist ja, das ist ja nichts. Das hat ja keine wirkliche Bewandtnis, aber ich sag mal den hohen Schwierigkeitsgraden. Boah! Spielt es schon eine große, große Rolle. Ich glaube, wir sind safe hier. Ich glaube, wir sind echt sicher. Gucken wir mal, ja. Okay, ihr rennt hier drinnen hin und her. Also bei uns hier oben in der Hood gibt es keinen Händler, das ist sehr schade. Schaut mal bitte, was hier los ist. Ein Kreischer, ein Bloater und hier nochmal ein paar Zombies, 9 Stück. Eine sehr, sehr große Horde. Und hier gibt es dann
Die coolen Teufelsbraten, sprich mit Barnard, nee, mit Barnhead darüber, ihrer Gruppe etwas Munition zu geben. Warum möchtest du Munition? Wenn wir das nicht machen, steht dann bestimmt wieder dort. Wir hatten die Möglichkeit, ihnen zu helfen, jetzt hassen sie uns. Schwör ich euch. Hallo? Hi? Wo bist du denn? Ach, hier. Die will bestimmt irgendwie, dass wir irgendjemanden töten. Ich spür's euch, oder? So. Die Reisehosen haben meinen Freund getötet, dafür werden sie bezahlt. Moment. Sind das die Reisehosen, die wir... Das sind die Fremden. Das sind die Reisehosen. Das sind die Laucher. Mysteriöser wandernder Händler, schaut euch mal das um. Findet den Händler in Edwin's Ford. Das ist nahe unserer ehemaligen Brückenbasis, Brückenfestung. Das sind die Anrainer. Die sind sogar rekrutierbar. Schaut mal. Hier oben wäre noch ein intaktes Auto. Aber ich sehe zurzeit keine andere Gruppe. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal zur Basis zurück. Wir machen Folgendes. Wir laufen zur Basis zurück. Dann machen wir deshalb diese Folge. Wir laufen zur Basis zurück. Wechseln die Protagonisten. Oh ja, wechseln die Protagonisten. Und werden nochmal runterkommen und werden dann die Quest annehmen. Vielleicht nehmen wir uns auch gleich ein paar Waffen mit. Und ein paar Schießeisen. Nochmal richtig für Remy, der mich hier sorgen. Ich meine, wir sind dann zu dritt. Oder wir nehmen die gute Dame hier und statten halt den anderen den Besuch ab. Ihr wisst, wen ich meine, ne? Da oben ist wieder so ein Schreier. Schaut mal. Oder so ein Kreischer. Die heißen ja eigentlich Kreischer, ne? Ich nenne sie nur immer Schreier. Ich wollte gerade sagen, müssen wir ein bisschen höher zielen. Es hat 13 Einfluss gebracht. Wow. Ja, also diese Zombos echt zu töten, das bringt schon was, ne? Hier unten laufen sie auch rum. Ah, das sieht so schön ländlich aus hier, ne? Das sieht echt wunderschön aus. Toll. Wenn man hier fernab von der Stadt einfach seine Ruhe ein bisschen genießen will, ein paar Tage Urlaub nimmt und einfach mal hier raus so aufs Land fährt, wo das also wirklich... wirklich weitläufig ist und so weiter, wo halt die Häuser nicht klatscheng, so richtig so zack, zack, zack aneinander stehen, wäre das hier schon geil. Also muss ich ehrlich gestehen. Klar, das ist hier halt die Apokalypse und so weiter und so fort, aber wenn man es jetzt mal normal vorstellen würde, dann würde ich sagen, zum Urlaub machen, ja, auf jeden Fall. So, Leertaste einlagern und dann haben wir das. Ach, der steht nicht auf dem Parkplatz. Der steht nicht auf dem Parkplatz, deshalb. Okay, du hast noch genug Sprit drin. Wow. Also, guckt mal, was hier denn hier draußen alles noch rumsteht. Ja, sehr geil. Ja, Munition hätten wir genug. 45. Also wir könnten sogar runtergehen. Ich muss aber sagen, wir werden jetzt alles ausladen. Und werden die Protagonisten wechseln. Und dann starten wir mal nochmal der Dame dort unten nochmal einen Besuch ab. Und mal sehen, ob die Kollegen ein bisschen weiter weg sind. Oder nah dran. Gucken wir mal. So, alles raus. Du darfst dich jetzt sehr, sehr gerne ausruhen. Und wir wechseln schon. Greg hat noch eine spezielle Quest. Dann würde ich eher sagen, wir gehen mal mit anderen los. Ne? Also Cheeseburger ist auch weg. Wie wär's denn? Fate ist auch weg. Dann gehen wir mal mit Collie los. Würde ich sagen, wir wechseln hier gleich die Protagonistin. Hallo, meine Hübsche. So, dann habe ich einen Tipp gekriegt aus der Community. Vielen, vielen Dank. Einfach mal so drauf zuhalten. Und dann einfach direkt... ist ja geil. Und dann direkt, wenn man drauf zuläuft, möglichst mittig an dieser Treppe. Und dann hat man... Dann hat man relativ wenige Wahrscheinlichkeit, dass man dort runterfällt. Das muss ich schon mehrmals probieren. Ich habe es schon zwischen die Folgen 2-3 Mal probiert. Da muss ich wirklich sagen, vielen, vielen Dank für den Tipp. Gerade mit den Leitern hier. Boah, übel. Also nicht mit den Treppen, mit den Leitern. Macht so keinen Spaß, wenn man da runterfällt. Wenn man die Protagonisten ausgewählt hat. Und dann verletzen die sich schon in der Basis.
Oh, und jetzt müssen wir mal noch eine auswählen. Ja, den 8 kommt. Können wir alles hier lassen? Kein Problem. Und jetzt müssen wir mal noch eine Protagonistin oder einen Protagonisten auswählen, die noch relativ fit sind. Also guck mal, das ist ja. Also das ist ja wirklich hier ein Frauenclub. Man muss es ja so sagen, wie es ist. Der Greg ist hier der Chef. Ne? Anführer, Händler. Kein Thema. Wie wär's denn? Wie wär's denn, wenn wir das Snark mitnehmen? Schade, dass wir halt zum Beispiel hier unten in den Menüs einfach nicht sagen können, hey, du bist frei. Hier ist es Sophie zum Beispiel. Hey, du bist frei, komm doch mal bitte mit. Wisst ihr, was ich meine? Das ist schade. Das ist echt schade, aber ja, die sehen wir dann halt hier, ne? Hello there. Die schreiben auf, ist ja geil. War das gerade die Stimme von... Ich sag's nicht. Ist es egal. So, jetzt sind wir zu zweit. Ganz wichtig. Die sind fit. Die sind ausgeruht, die sind fit. Was wir jetzt machen können, ist entweder in die Vollen gehen, volles Rohr rein oder halt erstmal abwarten und trotzdem eine Armbrust mitnehmen. Ne? Also wenn wir schon gegen andere Leute kämpfen müssen, dann würde ich ganz ehrlich gestehen, wir nehmen hier eine Waffe mit. Und zwar eine richtige. Wir können jederzeit auch noch eine Armbrust mitnehmen. Das wäre kein Problem. Wir haben auch noch die leichten Armbrustbolzen am Start. Klassisch. Klassisch. Na, hier gibt es dann hier die leichten. Dann nehmen wir halt mal noch eine leichte mit. Dann können wir jederzeit, wir können sie jederzeit auswechseln. Kein Thema. Was nimmt unsere Partnerin mit? Und das ist das ganze Problem. Die hat ja noch gar nichts dabei. Klar, Nahkampfwaffen ist alles schick. Das Problem ist, wenn die eine Fernkampfwaffe bekommt, dann schießt die auf alles, was sich bewegt. Die schießt wirklich auf alles, was sich bewegt. Und manchmal geht es halt nicht gut. Das sind 9. Was sind das für, komische Patronen? Guck mal, also die haben gar kein... Ah, jetzt, die haben gar kein Bild mehr gehabt gerade. Waren ein bisschen verpackt. Mit einer Seitenwaffe. Dann nehmen wir halt eine Seitenwaffe mit und dann kriegt sie 40 Schuss Munition bei. Was halt er nur davon? Gut, komm, das probieren wir. Schade, dass man denen halt keinen Befehl geben kann. Wisst ihr, was ich meine? So nach dem Motto, sei bitte so gut, wenn du schon eine Nebenwaffe hast oder so, rüste die bitte aus und schieße bitte nur, wenn ich schieße oder so. Na, das würde ich gerne machen, aber gut. Dann ist es halt so. So, die geht nur auf Einzelfeuer, wie es aussieht. Yep. Auch kein Thema. Und guck mal mittlerweile, ne? Hier rennt der Juggernaut rum, hier rennt ein Bloater rum. Hier unten noch eine schöne Horde. Und wir müssen wieder hier runter. Also gleich am Bloater vorbei, okay? Im Westlich raus und ab in den Süden. Die coolen Teufelsbraten brauchen immer noch deine Hilfe. Das sind die coolen Teufelsbraten, die waren hier unten, ne? Hey, da müssen wir mit dem Auto querfeld einfahren. Oder wir nehmen, wisst ihr, was wir machen? Wir nehmen gleich einen Sack Munition mit. Moment, ich überlege gerade. Munition sortieren. Produziert zufällige Munition. Wir bräuchten aber eigentlich einen Packsack entnehmen. 6 Munition. Boah. Okay, das ist echt böse. Hey, ich bin ehrlich, das ist echt böse. Aber so ist es halt. Ja, fahren wir jetzt mit dem Auto hier runter. Und fahren wir hierher. Und fahren jetzt ein bisschen querfeld. Ja, kommt. Komm, da machen wir gar nicht rum. Hier ist wieder so einer, ne? Okay. Du, meine Liebe. Armbrust ausrüsten. Alles gut. Kriegen wir den Kreischer da drüben irgendwie? Sehen wir den? Da drüben rennt der Juggernaut durch die Gegend. Guckt mal. Da unten steht er. Ah, ja. Ja, wir sehen. Okay. Den möchte ich zumindest mal ausschalten und dann machen wir gleich los. Ne? Wir fahren dann gleich runter. Bam. Mega. Bam. Oh, das Auto hat es auch schon erlebt, ne? Du hast die Tür schon weg. Vorne hat das Ding auch schon Treffer. Kofferraum ist schön leer. Angeditscht ist auch. Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen nochmal schnell rein und holen uns so ein kleines Toolkit zum Reparieren. Weil in State of Decay 2 kann jeder Autos reparieren. Jeder. Egal welche Fertigkeiten wir haben und so weiter und so fort. Jeder kann hier an Autos rumbasteln.
Moment, wo waren die gleich? Hier, ne? Oder? Nein. Gibt's im Zahn, bla bla bla. Nein, das ist wertvolles. Hier. Hier, schaut mal, ne? Verbessertes Toolkit und hier gibt's ein normales. Das ist kein Problem. Das haben wir gleich. Macht doch mal keine Gedanken, bitte. Wir reparieren nur schnell durch und dann können wir gleich losfahren. Kein Thema. Das ist ja geil. Manchmal, ja. Kann man das Ding jetzt nicht reparieren? Müssen wir da echt ein Stück weiter runterfahren? Also manchmal, ich bin ganz ehrlich, manchmal sind noch einige Bugs in diesem Spiel drin. Ne? Das ist noch nicht hundertprozentig, aber alles gut. So, dann öffnen wir gleich den Kofferraum, lagern erstmal den Packsack ab und dann könnten wir erstmal auch die Waffen deponieren. Dann fahren wir erstmal runter zu der guten Dame. Zum Glück ist kein Juggernaut auf der Straße, ne? Oh, oh, oh. Ich glaube, wir können auch hier direkt gleich stehen bleiben. Ah, herrlich. Alles auseinandergenommen. Geil. Ich hatte hier irgendwo noch so eine Seuchenprobe gesehen. Die auf jeden Fall mitnehmen. Da haben wir auch so einen Tipp gekriegt, sobald ihr genug Material für eine so eine Seuchenprobe zusammen habt, dann könnt ihr das auch unterwegs nehmen. Ihr müsst das nicht zu Hause nehmen, ne? Denkt bitte dran. Ihr müsst das nicht zu Hause nehmen. Ach, schaut mal, wie viele Zombies hier mittlerweile rumlaufen, ne? Boah. Krass. Okay. So, was hast du denn auf dem Herzen, beziehungsweise wo müssen wir denn überhaupt hin? Sprich mit Whitney über ihren Plan. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, hallo. Ich mache es. Die Reisehosen töten. Ja, ja, nur die Ruhe. Nur die Ruhe. Was hast denn du? Handgemenge, Computerschießen, geil. Gehe zum Haus der Reiselosen und hilf Whitney, sich zu rächen. Also, zum Haus der Reiselosen. Jetzt gucken wir mal, wo sich das Haus überhaupt befindet. Hier ist wieder so ein Tobsüchtiger am Start, ne? Oh, die Dinger, die hasse ich wie die Pest, diese Ferals, ne? Also, jetzt gucken wir mal. Hier ist das Haus der Reisehosen. Hier ist es. Da müssen wir runterfahren. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Querfeld ein. Erstmal zu den coolen Teufelsbraten. Kugeln für einen Freund. Jawohl, dann machen wir das. Also. So, dann komm mal mit. Jetzt bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich wird jetzt die Riesenaktion, die teile ich auf zwei Parts auf. Ich glaube, das ist besser so. Im ersten Part fahren wir hier noch runter. Und im zweiten Part gönnen wir uns dann dort unten direkt diesen Fight. Und dann müssen wir auch noch die Munition abgeben, ne? Denkt bitte dran. So, hier gibt es auch welche. Okay, Nachladen. Oh, schön, unser Polzen liegt dort. Dankeschön. So, einsitzen. Los geht's. Ich meine, geil wäre es, wenn wir hier runterfahren könnten. Irgendwie so hier runter. Aber ich glaube es nicht. Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen auf Nummer sicher. Und fahren drüben runter. Und hier sind wieder jede Menge, ne? Da wird noch schöner Schreier. Ciao. Ah, da war mal einer. Ist keiner mehr da. Hier kann man noch übel viel ausräumen, ne? Habt ihr das gesehen? So, erstmal stoppen. Genau, wir müssen hier runter zur Kreuzung und dann links weg. Denk dran, da fahren wir dann direkt an dem einen Seuchenherz vorbei, ne? Wo wir unbedingt hinwollen. Ja. Einfach ein bisschen gucken, dass wir auch nirgendwo anstoßen hier. Hier könnten wir uns ein bisschen abkürzen. Okay, das läuft. Ja.
Keine Zeit. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier wieder rauskommen. Da ist es. Okay, wir sind da. Hier oben, die coolen Teufelsbraten. Da oben sind sie drin. Da laufen wir mal kurz rein. Hier, nee, also gelaufen kommt keiner. Das Gebiet ist gut, das ist auch gut. Alles safe. Bah. Also ganz am Anfang der Folge haben wir ja mal so überhaupt gar kein Zielwasser gehabt. Da haben wir ja öfters vorbeigehalten. Ich denke mal eher, dass es halt wieder ein ganz kleines Stück braucht, ehe man dann wieder... Hey, I spotted a new face. Ehe man sich wieder eingrooven kann. Oder ehe man sich wieder eingegroovt hat. Barnard, ich habe nichts bei mir. Ich versuche noch etwas Munition aufzutreiben. Jawohl. Richtig. Es liegt im Laster. Es liegt im Laster, mein Lieben. Dann gehen wir ganz in Ruhe zum Laster, holen uns das. Und dann würde ich sagen, fahren wir mit unseren Protagonisten runter. Und dann, ja, dann kommt es halt unweigerlich zum Gemetzel. Wir sind zumindest hier, wo wir hin wollten. Hier gibt es, schaut mal, hier gibt es so eine kleine Seitenstraße, die führt hier rein. Dann würde ich eher sagen, das wäre die nächste Kreuzung. Und an der nächsten Kreuzung wieder weg. Ja. Gut, also, Part 1 hiermit abgeschlossen. Und dann folgt halt dann gleich der Part 2. Mit... Was war das? Naja, ist gut. Also jetzt haben wir echt viel Munition von unserer Basis entnommen. Also 6 Einheiten, das ist echt viel. Da kommen wir schon so 1-2 Tage, wir haben wir schon wieder hingekommen. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ne? Also so, wo bist du denn? Okay, die sind zu dritt, geil. Hier, hilft das. 105 und wow. Hi, grüß dich. In deine Gemeinschaft aufnehmen. Guck mal. Let's trade. Ja, sure. Also, die Munition, die wir gerade eben durch die Quest abgeschlossen haben, dürfen wir uns hier wiederholen. Das heißt, wenn wir hier uns jetzt die Munition holen, geht man halt auch gerade diese Punkte aus. Okay, geil. Also es hat im Prinzip gar nicht viel gekostet, die Quest, außer vielleicht so 1-2 Munitionspunkte. Geil. Was wir jetzt aber dazu gewonnen haben, ist hier die coolen Teufelsbraten. Die Mitglieder sind rekrutierbar. Rekrutierungsvoraussetzung 750. Und wir haben 1480. Das heißt, die könnten wir mitnehmen. Jetzt gucken wir mal. Tarmac, was hast denn du? Du hast Mechanik am Start. Was hat hier Whitney? Da wir gerade so... Die Reisehosen sind ganz einfach gesagt Mörder. Ohne sie ist die Welt besser dran. Ja, das stimmt. Die Reisehosen, die machen wir dann weg. Moment, ich wollte noch mal schauen. Barnard, könnten wir auch. Was hast denn du? Du hast Munition. Was ist denn Munition? Sturmangriff, Kämpfen, Disziplin. Also schon geil. Vielleicht gönnt die etwas mehr Munition. Wisst ihr, was ich meine? So, Owen, und was hast du? Konstruktion, also der kann bauen. Da würde ich aber ehrlich sagen, wir werden die Gruppe hier auflösen und werden dann Barnard nehmen, weil die gute Dame, ganz ehrlich, die gute Dame, die hat Munition. Und ich weiß zwar nicht genau, was es ist, aber vielleicht senkt das unseren Munitionsverbrauch am Tag. Oder hat vielleicht noch einen kleinen Außenposten-Boni dabei. Oder, keine Ahnung. Die werden wir auf jeden Fall nehmen. Ne? Also, das wird auch die verbleibenden Mitglieder der Enklave auflösen. Bist du sicher? Ja, ja. Wenn du deine Beziehung mit dieser Enklave verbesserst, verringern sich die Kosten. Okay, für 750. Also, wenn wir die Beziehung nochmal verbessern, reduzieren sich die Kosten. Geil. Jetzt hoffe ich mal, dass die hier da bleiben. Probieren wir. Also wenn die noch eine Quest haben, ganz einfach und ganz ehrlich, wenn wir noch eine Quest haben und wir verkommen dann noch einen vergünstigten Preis hier rein, schreibt es auch bitte in die Kommentare, ob das dann tatsächlich so ist, dann würde ich das hier gleich nehmen. Und wenn nicht, dann fahren wir vielleicht auf dem Rückweg hier nochmal vorbei und rekrutieren dir dann hier die gute Dame. Meine Lieben, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich richtig freuen, wenn ihr hier im Part 2 dann mit dabei seid. Part 2, ihr wisst schon, es kommt unweigerlich zum Gemetzel. Wir sind hier, fahren in die Stadt rein.
müssen hier am nächsten Seuchenherz vorbei, müssen hier bei den Laurern vorbei und fahren dann hier runter zur überlebenden Aktivität. Geht zu den Reisehosen, ne, und hilft Whitney, sich zu rächen. Dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.